Los geht's! Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu The Crew Motorfest. Man sieht schon, ich bin hier auf einem Bike, gerade geshoppt. Wir starten eine neue Playlist und ja, immer gespannt, wie es sich überhaupt fahren lässt. Und was passiert, wenn wir in den Looping reingehen? Mit dem Bike. Oh, oha. Oha, ich flieg raus, Junge! Was zur Hölle war das gerade? Okay, okay, Moment, Moment. Alter, Falter. Okay. interessant. Man kann irgendwie so eine komische Rolle machen. Keine Ahnung, was genau das war. Oh, die Kopfwasser. Ja, das funktioniert ja sehr gut auf zwei Rädern. Eigentlich habe ich ja schon Spiele gespielt, die auch auf zwei Rädern sich spezialisieren. Sei es MotoGP, sei es Ride. Sieht ein bisschen komisch aus. Guck mal, wir gehen hier in die Kurven. Aber bis jetzt blinkt er gar nicht so krass. Das ist natürlich ein bisschen sehr seltsam. Wir können Wheelie machen. Alles klar, gibt sogar Punkte. Aber ich finde irgendwie, dass das Bike so sehr langsam in die Kurven reingeht. Also klar, es ist meistens ein bisschen langsamer, aber im Vergleich zu anderen richtigen Motorradrennspielen ist es irgendwie... mal das hier. Wir fahren halt, guck mal, wie wir uns ein bisschen so reinlegen und wir fahren eigentlich generell geradeaus. Naja, das kann ja interessant werden. Wenn wir jetzt hier ein bisschen länger in Schräglage sind, dann ist ganz gut, aber wir können auch so halb, das ist Formation, wir können so halb in halber Schräglage fahren und wir fahren geradeaus. Das ist ein bisschen sehr seltsam. Was ist jetzt? Werden wir gehackt? Okay, irgendwelche illegale Biker. Aber nun gut, wir schauen mal zum Start hin. Wir sind ja schon hier schnell unterwegs. Junge! Okay. Hier, Posch-Dinger können wir mitnehmen. Keine Ahnung, was das war. Wie ich schon sagte. Die nächste Playlist ist für all jene, die auf Action aus sind. Das andere war noch keine Action. Auch so die Motorsport-Playlist, da haben wir geschlafen. Aber nun gut. So, wir gehen mal auf den Highway. Mal gucken, was hier die Maschine so kann. Im Top-Bereich. Wir schalten in den sechsten Gang. Ja, toll, aber jetzt müssen wir hier... Wow, Taxi! Ja. Mussten wir hier abbremsen, weil die Kurve kam und Gegenverkehr und alles. Hier kannst du den Wind im Gesicht spüren und uns zeigen, was du drauf hast. Straßenrennen, Motocross, egal. Nein! Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich nach hinten schauen und dachte so, Wind im Gesicht spüren. Bei, ja, wenn wir... Oh, jetzt fahren wir mit dem Z4 weiter, okay. Wind im Gesicht spüren, wenn wir einen Helm aufhaben. Aber nun gut. Ich springe einfach mal zum Event. Eine Motorfest-Meisterschaft. Ah, wir haben auch sogar so Cross-Maschinen. Okay, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Aber nun gut. Wir haben dann hier, ich glaube, 8 Events, oder? Kann es sein? Auf zum nächsten Ziel. Ich kann sich nicht entscheiden, wo er sich abstützt. Okay, interessant. So, wir müssen erstmal nochmal 3 Kilometer irgendwo rumfahren. Upsi. Können wir durchfahren zum Glück. So, Hinterradbremse gibt es hier natürlich auch. Das wollte ich auch noch so testen. Und halt natürlich sehr interessant, wir haben Nitro auf dem Bike. Eigentlich auch ganz cool.
Oh, ja. Natürlich. Okay, es sieht auch ein bisschen unrealistisch aus. Malu. Sagt mir irgendwas, ja. Jo, wo fährt denn der oben, der Weiße? Okay. Motorradspaß in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Street Racing, Motocross, GP Racing und Rally Raid. Ja, oder Rally Raid nennt es. Dieselbe Bikerkultur. Wir beginnen mit GP Racing. Okay. Eigentlich ganz cool mit coolen Maschinen. Und interessant, man kann an sich nicht hinfallen, also man wird dann einfach irgendwie zurückgesetzt nur. So, gehen wir dann auch auf eine Rennstrecke oder nicht? So, schauen wir mal. Wir starten natürlich wieder von ganz hinten. So, meine Kleidung ist jetzt auch nicht so schön angepasst, gell? Weil die anderen haben jetzt hier diese GP-Maschinen. Und die Kleidung passt eigentlich, aber egal. Ach so, auch noch gesperrte Straßen, okay, auch interessant. Aber ich könnte mir halt vorstellen, Hügel. Ich könnte mir aber natürlich vorstellen, dass halt bei den Rennen hier die Straßen gesperrt sind, aber bei den anderen. Hat bei den Straßenmaschinen oder so dann vielleicht nicht so. Alter, im Matsch, wie langsam wir werden. Wieso bin ich so schlecht gegen die? Bin richtig heftig hier auf den Bikes drauf. Du darfst halt absolut nicht in den Matsch kommen oder auch in die Wiese. Und dann bleib ich plötzlich stehen, okay. Was ist denn hier los? Ich glaube, das kann man schon mal mega vergessen hier. 9 Sekunden. Werde ich ja nie mehr aufholen. Ich hätte hier abkürzen können. Alter! Los hier. Kontrollpunkt verpasst. Ja, du mich auch. Am besten nochmal neu starten. Oder sind jetzt wieder so mega krass drauf. Guck mal, die fahren hier schon so ein bisschen weg. Die Straßen sind gesperrt und wir fahren die stärksten Tourer der Welt. Bist du schon gespannt? Guck mal, eine Kurve, ich habe eigentlich noch keinen Fehler gemacht. Bin schon eine Sekunde hinterher. Ja, das darf ich halt nicht machen. Alter. Schon irgendwie richtig schwer gegen die, kann das sein? Also weißt du, wenn du hier in dem Matsch bist, es geht halt einfach gar nichts mehr. Das kostet dich so viel Zeit. Und dann ist halt die Steuerung auf den Bikes nicht so geil. Wenn man das halt mit MotoGP oder Ride oder irgendwas vergleicht. Und guck mal, wie die hier wegfahren. So, ja, wollte ich eigentlich hier durch, gell? Ja, toll. Wir haben schon 4 Sekunden hinterher auf Platz 1 gesehen. Ah, toll, hier darf ich ja nicht durchfahren. Egal, wie langsam jetzt plötzlich sie sind. Guck mal, der Platz 4er, der bremst die auch voll aus. Aber Platz 3 und so ist ja, oh je, auch ja voll weit weg. Digga, und dann wirst du ja weggeschoben. Ich kann nicht mehr richtig hier in die Kurven rein. Alter Falter, okay. Also die Motorradsteuerung ist schon sehr... Naja. Digga, guck mal! Wie der Geschwindigkeit verliert. Oh. Das war nicht gut. Ist halt so komisch. Yo, Alter, kommt der vorbeigeschossen.
Ich kämpfe hier mit denen und ich bin dann, wenn ich die überhole, nicht mal in der Top 3. Ja, hier oben die Strecke ist schon ganz schön eigentlich. Aber die Sonne blendet halt so kacke. Ist nicht so geil. Boah. Das Nitro kann ich auch nicht so viel verwenden. Ist gerade die ganze Zeit voll. Aber da kommt halt immer gleich wieder die nächste Kurve. Digga, was ist mit der Vorderradbremse los? Das Handling ist halt sehr seltsam. Bin ich mal gespannt, ob ich noch so hier die anderen hier bekomme. Ja, tolles. Alter. Wenn du halt einmal so ein bisschen raus bist, dann wird es da halt sehr schwer. So, hier müsste Runde 2 sein. Nee, okay, ich dachte schon. Ah, hier, glaube ich, war das. Ja, ich bin halt so weit weg. Worüber die Top 3, die ist auch so alle auf einem Punkt oder so nah aneinander. Vermutlich auch wieder einer, der die anderen alle ausbremst, wie hier Platz, was war das, 4, 5, 6. Ja, die sind auch ein bisschen weiter weg, gell? Die sind gar nicht so nah an mir dran. Mal schauen, irgendwo auf einer Geraden. Nö, eben. Ist aber schon heftig, dieser Unterschied, oder? Wieso ich hier von den hinteren wegfahre, aber die vorne 4 Sekunden weg sind. Alter! Oh, genau. Und dann passiert so ein Scheiß. Oh, wo sind die anderen? Okay. Alter, mega weit weg. Bin nicht mal einen Platz verloren. Bei dem Bockmisch, wo ich da gebaut habe. Alter, die Steuerung ist so seltsam. Nachher kann ich nicht keinen Ride 5 mehr fahren. Wie legt er sich eigentlich auch rein? Er legt sich immer so nach rechts. Alter, was macht denn der? Hat er Angst vor der Kurve? Der legt sich gar nicht richtig rein. Gibt's ja gar nicht. Hat man in der Einkurve richtig schön gesehen, dass er so sich nach oben verbiegt. In die gegengesetzte Richtung. Hier zum Beispiel nicht. Aber in der einen Kurve komischerweise schon. Und hinter mir. Und sie wieder ein bisschen weg. Jetzt habe ich fast 12 Sekunden. Klar, okay, der eine krasse Fehler. Alter, der hat mich 8 Sekunden gekostet. Und die anderen hinter mir haben mich aber nicht überholt. Nicht mal richtig eingeholt. Ist ja irgendwie sehr seltsam. Weil ich jetzt hier wieder ein Stückchen aufgeholt habe, gell? Wieder bei unter 11. Nein, jetzt komme ich da raus. War nicht so gut. Ja, er wird schon langsam hier verfolgt. So, nochmal hier in die 180 Grad. Digga, ich bremse halt passend zu den Pfeilen. Interessiert nicht. Ich schieße halt in die Bande rein. So, auf die Zielgerade, alles raushauen. Ja, schön war's nicht. Aber, Digga, wie dreckig.
Aber, ja, schauen wir mal. Wir haben ja eine Meisterschaft, also wir können ja noch alles aufholen. Und die anderen. Ja, erste Runde 3:31. Wobei, ja, okay, das war. Die anderen haben halt in der zweiten Runde hier die 3:25 gemacht. Und da hatte ich halt diesen blöden Stopp, oder wo ich an die Wand gefahren bin. Das ist natürlich, ja, macht dann sehr viel aus. Aber na gut, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Dass wir da gut nach oben kommen.